Willst du bei dir im Auto? Möchtest du am liebsten gar nicht mehr einsteigen, weil dir aus deinem Auto ein so unangenehmer Geruch entgegenkommt? Dann haben wir hier die guten Nachrichten für dich. Schlechter Geruch im Auto lässt sich ganz einfach beheben. Und wie das geht, erklären wir dir in diesem Video. Hier müffelt zum Glück nicht, aber ich brauche ein Auto zur Veranschaulichung. Durchforstet man das Internet, findet man viele verschiedene Tipps gegen Gerüche im Auto. Das Problem dabei, manche der vorgeschlagenen Maßnahmen überdecken nur die Gerüche, entfernen aber nicht die eigentliche Ursache. Ich habe hier jetzt einige Tipps für euch zusammengestellt, die euch dabei helfen sollen, unangenehme Gerüche aus eurem Auto zu entfernen. Tipp Nummer 1, Kaffee oder Waschpulver. Mit Hausmitteln, die wahrscheinlich jeder von euch zu Hause findet, könnt ihr Gerüche neutralisieren. Mit Kaffeepulver oder Waschmittel zum Beispiel. Dafür nehmt ihr einfach einen Behälter, füllt eine kleine Menge des Pulvers hinein und stellt den Behälter offen in euer Auto. Wichtig ist dabei, dass ihr das Pulver nicht zu lange im Auto lasst, sonst kann es passieren, dass die Wirkung ins Gegenteil überschlägt und ihr statt des eigentlich schlechten Geruchs einen noch weiteren produziert. Kaffeepulver enthält nämlich Öle, die einen ranzigen Geruch entwickeln können. Auch Waschmittel ist hier mit Vorsicht zu genießen. Es flockt, wenn es feucht wird und dann kann es ebenfalls anfangen zu miefen. Lasst den Behälter also nicht zu lange im Auto stellen. Als Richtwert könnt ihr euch eine Einwirkzeit von etwa einer Nacht merken. Tipp Nummer 2, Essig. Essig könnt ihr einsetzen, wenn die Gerüche besonders hartnäckig sind. Genau wie das Kaffeepulver könnt ihr auch Essig in einer offenen Schale in euer Auto stellen. Diese Variante hat allerdings einen anderen Haken. Essig neutralisiert zwar schlechte Gerüche, verbreitet aber dafür einen starken säuerlichen Eigengeruch. Kennt ihr ja von Essig beim Kochen oder so. Deswegen müsst ihr bei dieser Variante auch ebenfalls nach der Behandlung genug Zeit einplanen, damit das Auto wieder auslüftet und der Essiggeruch vertrieben wird. Tipp Nummer 3, Hygiene und Prävention. Das ist die wohl effektivste Methode, die allerdings nicht immer leicht umzusetzen ist. Gerüche können die verschiedensten Ursachen haben. So können sie durch Essensreste entstehen, die irgendwo im Auto rumfliegen, durch einen ausgelaufenen Joghurtbecher nach dem Einkauf, durch vierbeinige Mitfahrer und. Um Gerüche gar nicht erst entstehen zu lassen, musst du die Ursache für Gerüche regelmäßig entfernen. Das fängt damit an, dass du niemals Essensreste im Auto liegen lassen solltest. Dass du verdreckte Stellen möglichst schnell reinigst, das Auto regelmäßig aussaugst, auch unter den Sitzen, und die Oberflächen abwischst. Eine mögliche Geruchsquelle ist ja auch eine verstopfte Klimaanlage oder ein verstopfter Pollenfilter. Achte also darauf, dass der Filter regelmäßig ausgetauscht wird und wende dich, wenn du unsicher bist, an deine Werkstatt. Wenn dir erstmal etwas in die Stoffsitze eingezogen ist, bekommt man es am besten mit einem speziellen Polsterreiniger weg. Diese spritzen ein Reinigungsmittel in die Polster und saugen das anschließend mit dem Schmutz dann wieder ein. Dann muss man natürlich die Sitze noch komplett austrocknen lassen, also ein Sommertag mit offenen Türen eignet sich hier am besten. Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, um schlechte Gerüche zu bekämpfen. Es werden zahlreiche Duftmittel angeboten, die unangenehme Gerüche überdecken sollen. Ihr kennt ja sicher diese Duftbäumchen, die in vielen Autos am Rückspiegel hängen. Auch Sprays gegen Gerüche gibt es in vielen verschiedenen Duftrichtungen. Hier solltet ihr allerdings vorsichtig sein. Viele dieser Mittel enthalten neben den künstlichen Aromen auch chemische Stoffe und können auf Dauer Kopfschmerzen oder andere Beschwerden hervorrufen. Schaut euch vor der Anwendung auf jeden Fall die Inhaltsstoffe an. Das wohl Schlimmste daran ist jedoch, dass diese Geruchsstoffe nur temporär den Geruch überdecken. Also kommt der Geruch ohne Reinigung schnell wieder zurück. Wenn ihr hingegen schlechte Gerüche aus eurem Auto zuverlässig und mit wenig Aufwand loswerden möchtet, haben wir hier den richtigen Reiniger für euch. Der Green Hero Geruchsentferner wirkt innerhalb weniger Minuten und lässt sich auch bei den Sitzpolstern anwenden. Das Gute, die Gerüche werden nicht einfach nur überdeckt, sondern auf natürliche Weise zersetzt, ohne den Einsatz von giftigen Chemikalien. Damit ist der Geruchsentferner unbedenklich für Umwelt, Mensch und Tier. Und die Anwendung ist auch noch ganz einfach. Zuerst müsst ihr die groben Verschmutzungen beseitigen, die für den Geruch verantwortlich sind. Im Anschluss sprüht ihr den Geruchsentferner großzügig auf die betroffenen Stellen auf und fertig. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Tipps weiterhelfen und vielleicht der einen oder anderen Nase einen Gefallen tun. Und wenn du möchtest, dass dein Auto genauso gut riecht wie meins, solltest du diesen Kanal abonnieren. Ich habe gehört, das hilft. Macht's gut und bis zur nächsten Woche. Ciao.